Channel switched. Disconnected. Welcome back. So, erstmal googeln. Ich habe Frostpunk geschrieben. Und hat irgendwo im Schnellstart? Nee, das heißt Bibliothek. Elion gibt es ein Update. Interessant. Och nee, ne? Voll Power. 30. Was gibt's Neues? Überlebensmodus, Frostpunk Version 1.1.0. Neuer Modus, wenn der Schwierigkeitsgrad schwer für dich noch zu einfach ist, dann teste den Überlebensfähigkeiten
In der Winterapokalypse jetzt im neuen Überlebensmodus. Du kannst das Spiel nur pausieren, indem du ein Menü öffnest und dein Fortschritt wird entweder automatisch oder beim Verlassen des Spiels gespeichert. Deine Entscheidungen sind also alle endgültig und um ein neues Spiel im Überlebensmodus zu beginnen, wähle ein Szenario und aktiviere den Schalter unterhalb des Anpassungstaste. Interessant. Cheater, Cheater! Wichtige Änderungen mit diesem Patch. Überlebensmodus wurde hinzugefügt. Steam-Errungenschaften für Überlebensmodus. Moment, ich mach mal noch ein bisschen leiser. Wurden Fehler behoben, Jäger, die von der Jagd zurückkehren, müssen sich erstmal einige Stunden erholen, ja, das kennen wir, das ist eigentlich ein Exploit, den man nutzen konnte, Förderungsrate von abbaubaren Rohstoffen, gegenwärtigen lizenzabhängig speichern und laden, Shortcuts für nächste vorherige Einrufe zu. Weitere Fehler und Korrekturen. Korrekturen vorgenommen. So. Archen haben wir jetzt auch geschafft. Die Flüchtlinge haben wir eigentlich auch geschafft. Könnte man machen, ne? Überlebensmodus. Starten wir mal den Überlebensmodus. Danke Powershooter für dein 54 Loot. Danke, danke. Der Winter ist gekommen. Viele der Theorien darüber, was den globalen Winter verursacht hat. Trotz vieler Nachforschungen kann niemand mit Sicherheit sagen, warum es dazu kam. Schauen wir mal. Ich denke mal, Athlet jetzt auch ein bisschen langsamer. We roam the still, cold world. No horizon in sight. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Ein neues Zuhause. Wir müssen überleben.
das machen wir gar nicht. Stahl. Hier hinten ist Kohle. Eigentlich bräuchte man schon eine Sammelstelle bei Kohle. Ja. Hear me, hear me. New law in the city. Das kennen wir doch schon.
coming. Put down your tools. Das Boot. Da war dann noch eine Rohstoffversorgung. Jetzt kommen die ganzen Events hier. Schon haben wir einen Kranken und nichts mehr zum Bauen. Haben wir mal drei Kranke? Was ist denn jetzt? Ausgelastet. Höher drehen oder irgendein Menü öffnen. War nicht das Baumenü. Ja, mal gucken. Woran das jetzt scheitern würde. Die Kranken. Warum sind die alle krank?
Kohle ist alle. Muss man genau überlegen, was man wann baut. Ich denke mal, Sanitätsstation ist schon wichtig. Auch bloß so eine Kleine. Warum war die dahin? Eben war frei, da sind wir ja keine Unmenschen, ne? Oh, das läuft, das läuft. Schon mal bauen. So. Sollte das erstmal zumindest für alle halbwegs akzeptabel sein. Put down your tools.
So. Da brauchen wir Ingenieure. Da brauche ich Arbeiter, fuck. Unverfügbar. Oh, der forscht gerade. Das ist wichtig. Essen haben wir auch ein bisschen. Ein neues Gesetz kann eingefügt werden. Irgendwas ist jetzt passiert. Ich sehe bloß noch nicht was. Die denn eine Unterkunft haben, sollte doch wieder besser gehen. Ich war hier schon eine zweite Forschungsfabrik zu bauen. Ob das jetzt cool wäre oder viel zu früh. Danke fürs Loot. Steigt die Unzufriedenheit schon wieder an? Warum?
Oh, wie was? Krieg ich jetzt den Event nicht mehr? Was war passiert? Was? Es wird gleich wieder kälter. Oh shit. Oh shit. Neue Forschung. Eieieiei. Können wir nichts machen, kann ich noch kein Gesetz einführen. Warum muss er eigentlich reinkommen? Was produziert er 11 Nahrung pro Tag? Sind 22. Aus 2 Rohnahrung macht er 4 Essen. Nicht 22, habe ich 44.
Ein Sägewerk wäre auch nicht schlecht, ne? Aber das macht doch bloß begrenzt Holz. Aber erstmal müsste man alles abholzen hier. So, das läuft, das läuft. Scheiß Roulette hat viel zu hohe Gewinnchancen, ne? Schon mal die nächste Abbaustelle sichern. Ich wurde kälter. Thank you.
Du gewinnst nur bei Roulette. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss das mal anpassen. ich sehe das auch schon. Ja, probier doch mal Roulette. 7189 und dann Red. Alles oder nichts. Es kann aber auch sein, dass da ein Cooldown auf das Roulette ist von 2 Minuten oder so. Gleich nochmal probieren. Denn doch so eine Kampfarena bauen. Die fehlende Behandlung.
Ey, kratzt hier nicht alle ab, was ist denn das? Warum verrecken wir hier? Kalt, kalt, obwohl Heizung läuft. Kannst du nichts machen? Ich glaube, ich deaktiviere das Slot, das Roulette-Spiel immer. Ich muss was machen. Wo rennt ihr denn schon wieder hin, Mann? 0 von 15. 0 von... Jagdhütte.
Das Gesetz kann eingefügt werden. Listen, everyone. New law is signed. Ach, der Fug, ich muss noch Rohstoffe haben. Ich brauche 20 Holz jetzt. Ich, genug. Boah. Mensch, kratzt doch nicht alle ab, ich kann doch dagegen nichts tun. Stop fucking dying.
Wo ist hier Suppe? Oh, du hast verloren. Wie geht denn sowas? Oh, weiß. Ich muss Bert nochmal angucken. Den netten Bot. Zu kalt für die Leute. Was soll ich machen? Ich kann nicht mehr machen. Muss erstmal an Rohstoffeinkommen ein bisschen denken. 9 Stahl liegt da noch in der Nähe. Ich müsste mir auch ein Stahlwerk forschen beigelegt. Kohlegenerator habe ich erstmal schon. Den müsste man auch bei Gelegenheit upgraden. Eigentlich muss ich viel mehr forschen. Eigentlich müsste ich viel mehr forschen. So, ich stecke mir mal eine Kippe an, beobachte das mal weiter. Oh, 10.000 Wächloot, danke. Gut, das baut. Meine Nahrung alle.
Oh oh. Ich habe echt ein Leute-Problem, merke ich gerade. Was ihr baut. Keine Leute drin da, es sind keine Leute drin da, auch nicht. So.
Wir haben schon mal die Signalstation, aber trotzdem ist das sau hart natürlich. Ein Haufen Leute gestorben. Leute losschicken, das ist jetzt das Problem. Geht nicht anders. Noch eine Sanitätsstation. Verdammte Axt. Hoffentlich kommt das mit dem Forschungsupgrade in. Hmm.
sieben Tage. Dann nehmen wir die hier raus und die hier in die Sammelstelle rein. Kohle, Kohle. Kohle. Müssen wir hier vorher schon ein bisschen bremsen. Tja. Shutting down. Keine Kohle. Denkt mir das, wenn die alle erfrieren. Voll. Ich hol's. Ja, verdammte Axt.
Nee, die Leute kratzen mir hier ein. Was denn noch? Nein. Wieder einer gestorben. Eieiei. Danke, 1.22 Uhr Loot. Ja, noch einer. Die wollen mich echt verarschen, ey. Genau. Einer nach dem anderen verreckt mich hier, ey. Ey, das nimmt kein gutes Ende, das rieche ich schon. Die Hoffnung steigt, ey, hallo. Es wird gleich wieder wärmer.
Stell mir die Leute weg, ich kann nicht mehr machen. Das ist die Kohle, Alter, ich dreh durch. Das könnte ein Problem werden. Hi. Okay. Klingt aber auch nicht. Yes, Leute. Endlich sind die Leute da. Boah, ich brauche Leute. Gut, wir müssen Nahrung suchen. Ja. Nahrung, so. Forschung. Müssen wir forschen. Was kann man denn hier noch machen? Nichts. Stufe 1, zack. Thank you.
In diesen 2 Tagen muss ich das schaffen. Holz sägt da gerade, der Rest wird erzeugt. Wenn die Hoffnung so und so schon unten ist. So. Wollen wir auch noch eine Kampfarena ein, hat die Leute ein bisschen mehr weniger unzufrieden. Richtig los hier mit dem. Die Unzufriedenheit kriegt man durch so eine Kampfarena schon runtergedrückt. Der muss erstmal durchziehen. Okay.
Kippe anstecken und dann schauen wir mal weiter dem Ende entgegen. Ja, dann danke, dass du hier warst und fürs ganze Looten und so. Danke, danke und schlaf gut. Also ich werde wohl bald abgesetzt. Gibt doch schon noch ein paar Homeless. Deswegen. Und nochmal danke für das letzte Loot. Späher sind angekommen. Genau. So. Leute kommen, na cool. Das heißt aber wieder, ich muss die irgendwie unterbringen.
Wie kriegen wir die Hoffnung wieder hoch? So, Leute, Haufen Leute. Durch die Maschine, das ist vielleicht logisch. Was doch sonst? Treibhäuser erforscht, yes. Und gleich wieder was Schlechtes. Kalte Unterkünfte. Nicht mehr so viele Obdachlose.
Na toll. Haben wir Ding 8 Stunden lang ausgehabt, das Kind ist trotzdem abgekratzt. Echt. Man ist einfach zu gut. So, der stellt denn wie viel Nahrung her? Oha, ohne. Oh, ich hab dich geforscht. Jetzt, wo sie ein Dach über dem Kopf haben, ne, geht's denen schon viel besser. Mein Nahrungsproblem löst sich jetzt auch, denke ich mal, wenn meine Fabrik da läuft. Die Nahrungsfabrik. Treibhaus. Ich brauche ein Stahlwerk. Meine Zeit ist gekommen, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Du bist entlassen. So ist der Stadt vertrieben. Verkackt.
Verkackt, verkackt. Bei 1.53 Uhr. Ich würde sagen, in Anbetracht der Uhrzeit, würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir vielleicht noch einen Hochs geben. Ja, du gewinnst schon wieder mit deinen Schrauben. Ich mach das Cheating aus. Hier, Cherry. Wir hosten mal den. Niveau. Danke fürs Zuschauen und tschüss dann, ne? Bis morgen. Und reingehauen, Power Shooter dann, ne?